Habt ihr auch ein bisschen Popcorn bestellt, Leute? Oder eine Pizza? Denn jetzt kommt eine sehr, sehr lange Szene gleich. Der Pfahl ist offen. Xemnas Wort wartet auf uns. Er ist Anführer der Organisation 13. Sei mir kein Klotz an Beinsäure, ja? Sicherlich, Rico. Sicherlich. Ab geht's, Leute. Ich glaube, ich hole mir auch gleich was. Ansem? Ich bin ein Narr. Ich habe jahrelang die Funktionsweise des Herzens erforscht und dennoch nichts dabei gelernt. Was soll das heißen? Keiner weiß, was beim Entschlüsseln von Herzen geschieht. Die Bewohner meines Twilight Town waren Datengeschöpfe, basierend auf echten Herzen. Ich war überzeugt, dass sie so denken und handeln würden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das war ein großer Irrtum. Ein Herz ist weit mehr als nur ein System. Ich merkte es, als ich Roxas und Kairis Wege kreuzten. Ich begriff, aber ich war zu stur, um es zu akzeptieren. Es ist immer das Gleiche. Immer will mein Geist Dinge erfassen, die mein Herz längst weiß. Darum versage ich. Während ich dabei war, Sora zurückzubringen, hatte ich so viele Pläne im Hinterkopf. Doch kaum war Sora eine aktive Person, war alles dahin. All meine Forschung und Pläne waren nichts im Lichte des Herzens dieses einen Jungen. Ansem, die Maschine! Ein weiterer Beweis dafür, dass Herzen sich nicht in Daten umwandeln lassen. Lauft, mein Freund! Sie wird explodieren und alles könnte geschehen. Aber, Eure Majestät! Sora, jetzt hast du es in der Hand. Und Roxas, auch wenn du mich nicht hörst, es tut mir leid. Ansem! Mein Herz sagt mir, was ich tun muss. Bitte erlaubt mir, ihm Folge zu leisten. Nein! Rico! Sein Herz hat entschieden. Daran können wir nichts ändern. Ich habe mich schon gefragt, wer es wagt, Hand an mein Kingdom Hearts zu legen. Und welche Überraschung. Ich treffe die gesamte Bande an, wie überaus praktisch. Ansem der Weise. Welch jämmerlicher Anblick. Lach du nur. Das ist die Strafe dafür, dass ich deine närrischen Absichten nicht erkannt habe. Schüler werden oft wie ihre Lehrer. Und einem Narr folgt auch nur ein Narr. Schließlich wäre nichts von alledem geschehen, gäbe es dich nicht. Du bist der Ursprung aller Herzlosen. Deine Forschung war es, die letztlich mich ermutigt hat, weiterzugehen, als du es je gewagt hättest. Ich gebe es zu, meine Ignoranz hat für Chaos in mehr als nur einer Welt gesorgt. Aber wonach strebtest du? Du hast mich beseitigt, um meinen Namen anzunehmen und das zu erforschen, was besser unter Verschluss geblieben wäre. Ist dies die Antwort, die du gesucht hast? Ja, und mehr noch. Ich führe fort, was du selbst begonnen hast. Herz für Herz erschaffe ich eine ganz neue Welt. Ich dachte, du würdest mich dafür loben, aber alles, was du tust, ist mir im Weg zu stehen. Aber ich verstehe das. Im Gegensatz zu mir hast du ein Herz. Und das vermagst du nicht zu kontrollieren. Zerfressen von dem Neid auf deinen Schüler, der dich übertroffen hat. Zeherner, närrischer Schüler eines närrischen Mannes. Du hast niemanden übertroffen. Nur bewiesen, wie wenig wir beide doch wissen. Wir mögen zwar behaupten, das Herz zu kennen, aber das Wesentliche bleibt uns verborgen. Zu Beginn waren wir beide ignorant und unbeirrt.
Ich fürchte, dass jede Welt, die du zu erschaffen sinnst, jede Welt von dir kreiert, ein Reich der Ignoranz wäre. Und deshalb bist du mitsamt deiner Schöpfung dem Untergang geweiht. Genug der Rede. Riku, du weißt, was zu tun ist. König Miki, mein Freund, vergib mir. Leb wohl! Riku! 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 Anselm meinte, alles könnte geschehen. Riku, willst du das nicht abnehmen? Oh. Wofür war die? Seine Augen konnten nicht lügen. Lügen? Und wen wolltest du zum Narren halten? Na, na? Mich selbst. Riku. Also wirklich, wieso wolltest du das alles eigentlich alleine durchstehen? Du hast doch Freunde, jede Menge sogar. Etwas schon vergessen? Ich werd's dir sagen. Ich bin nicht so einfach gestrickt wie du. Sag das nochmal. Was machen wir jetzt, Riku? Wir müssen Xemnas besiegen. Er ist der letzte Überlebende der Organisation. Genau. Ich würde sagen, aufräumen! So, das ist Riku. Dann los. Wie er selbst. Das finde ich cool. Der Umhang hat ihn aber gepasst, finde ich. Und die Szene war extrem lange. Ich habe gedacht, 10 Minuten fast. Geheimhahn sind wir recht Nummer 11. Werden wir noch später lesen. So, und Riku ist jetzt mit der Partie und bringt so einige Abilities mit, die ziemlich krass sind. Dunkle Aura. Mit, naja, ist halt ein Kombo-Abschlussgriff. Dann dunkler Schild, das kann mit Dreieck auslösen, damit werden Attacken abgewehrt, aber das funktioniert ein bisschen komisch. Vita Potion ist einfach Vita.
Beste Freunde ist das Limit von Rico, das ist richtig geil. Itemboost, MP, Husker hat der Gute, der Wendeschild und den Trotzschild, wie ich ihn so gerne nenne. Also der hat's wirklich drauf. Moment, Itemboost. Ich würde gerne die Hyperheilung haben. Ah, dann bleiben wir halt bei Itemboost. Ist jetzt nicht so schlimm. So. Rico ist back, yay! Und das Limit ist ein bisschen durchgeknallt, wenn ich so sagen darf. Willkommen an Ehrung des Nichts, Leute. Und jetzt kommen hier ein paar Gegner. Und Moment, wieder vereint heißt es. Juhu! Ab geht die Party! So, und je nachdem kann man jetzt mit X schon schlenkern oder mit Dreieck ein bisschen Nahkampf machen. Aber ich mach lieber die Schlenker-Attacke. Und weiter geht's. So, 13 Klingern. Juhu! Und dann haben wir noch strafende Klingen. Ich mag die strafenden Klingen besser. Lieber, die sind cooler. Und dann Anfang von Ende. Woohoo! Und eine 100er Combo. Direkt mal. Ja, das ist ein langes Limit. Ein sehr langes Limit. Macht natürlich auch dementsprechend Schaden. Aber mit dunklen Schild kann man auch hin wieder ein paar Kombos abblocken. Das ist schon ganz nice, muss ich sagen. So, ab, weiter geht's! Jo! Jo, alles, weiter! Stecker, 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 Stecker! So viele niemand, der wollen besiegt werden. Dann, her mit euch! Alle 13 Klingen sehen so geil aus. Und Lasern! Kabum so. So, weiter geht's. So, noch einer hier? Natürlich. Gut, dass man das alles abblocken kann. Das finde ich so nice von Rico. Man kann einfach mal ein paar Kombos abblocken. Also, das muss halt zwar getroffen werden, bevor das wirkt. Was ein bisschen nervig ist. So, zack. Schön abgewehrt. Und in Royal Kingdom hat sie das richtig interessant aus. Autsch. Kannst du kurz stehen bleiben hier? Nein? Okay. Und mega Attacke! Ach, doch nicht, okay. Danke, Donald. Und kein einziges Item fallen gelassen. Das ist bitter. Ja, da werde ich noch offscreen viel machen müssen, halt das Gefühl. Da werde ich zwar ein paar Level kommen, aber ich will die Items haben. Das ist wichtig. Autsch. Ach, da irgendwie landen. Danke sehr. Und zack. Und weiter geht die Party. Halt, stopp. Na. Ah, gerade noch so, glaube ich, war das. Jetzt geht hier richtig zur Sache, Leute. So viele Niemande hier. Und boing! Autsch. Ach, wieso was ich gehe? Nochmal Autsch. Weiter wollte ich sagen. Darf ich weiter? Danke sehr. Moment, wenn ihr schon mal hier seid. Feuerwerk! Yeah! Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Warum denn wohl? Weil es cool ist! Ey, warte, das ist ein anderer Grund. Das ist ein Grund, warum man es machen sollte. Ah, endlich mal ein Item. Danke. Ein Duktilstein gibt's hier. Yeah, den brauche ich eh. Ja. Raketenballerei nennt man sowas, würde ich mal sagen. Oh, noch mehr von euch. Danke. Keine Lust. Ganz klare Art. Wir kommen bei der Galerie der Schöpfung und Zerstörung. Ich find's. Hier sieht es richtig cool aus, Leute. Hier oben die Dunkelheit und die Dunkelheit, die überall ist. Das ist richtig geil. Es gibt hier ein paar Gegner, die nervig sind. Aber ich glaube, von dir habe ich das Item schon, ne? Ja, da war doch was. Jo! Nebenbei, auch wenn Rico noch in der Dunkelheit kämpft, macht er ordentlich Schaden an den Gegnern. Obwohl die Gegner auch die Dunkelheit sind, mehr oder weniger. Lass du mich raus, bitte? Zack! Danke sehr. Ja, noch einer. Ihr seid nervig! Ihr seid nervig! Vor allem, weil ich nichts machen kann gegen euch magisch. Magisch? Ja, magisch, jetzt hab ich's. Das ist kein Witz, das ist Magie im Mund, die Freunde hier.
So. Hat jemand ein paar Raketen bestellt? Juhu! Einfach mal ein bisschen rumballern. Auch wenn kein Gegner da ist, kann man das machen. Bevor ihr Lebensleiste zu Ende ist, mach ich's mal. Oh, hallo! So viele Niemande hier! Also der Weg nach oben ist sehr beschwerlich, muss ich schon sagen. Und sehr lange. Und ich brauche mal Goofy. Ich sagte, ich brauche Goofy. So, danke sehr. Weil ich will in die Heldenform. So, ab geht's. Zacka, zacka, zacke, zick. Ich brauche nämlich 500 Schläge, damit die nächste Stufe erreicht. Das ist eine Menge. Und eine große Menge. Die meisten Formen werden sowieso etwas länger dauern. Und die meiste Form level ich später. Wieder bei Mulan natürlich, weil es dort am schnellsten geht. So, zacka, zacka. So muss es sein, Leute. Und nicht anders. Zacka, zacka. Juhu. Macht Spaß. Ach, danke, Walt. Oh, Doktrin drauf, den brauche ich eh. So, ups. Schlitzen muss man so richtig hart. Autsch. Na, ihr seid nervig, Freunde. Freudenschein. Ups. Und nochmal. Yay! Ah ja, diese doppelte Abschlussangriff, das ist so richtig geil. Das sind nebenbei auch ein paar Schläge. Nicht nur als Einschlag. Je nachdem, wie viele Gegner man trifft. Huhu. So, hinten ist noch eine Kiste. Will haben, will haben, will haben. Her damit. Hab's auch Kiste aufgemacht. Das sollte ich vielleicht doch zurückkommen. Ah, das war knapp. Juhu, so mag ich's. Lauter niemand, der die einen zermesseln wollen, aber ich zermesse sie. Komm nur her. Klingt cool, man berührt den Boden nicht, aber trotzdem... Autsch. Kommt der Boden her. Ja, komm her, du. Freund. Schön, 1000 Erfahrungspunkte wieder. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? Ich habe das irgendwie nicht mehr in Blick gehabt. Ist jetzt egal. Ich kämpfe mich hier durch! Weil für alle, die ein bisschen leveln wollen, hier am Ende, die niemals war, bekommen die meisten Erfahrungspunkte, aber ich werde nur wegen den Spiel-Items ein bisschen leveln. Und weil ich jetzt gerade Lust habe. Wow. Da habe ich ja weit zurückgeworfen, Freund. Ach, dann springen! Jo, perfekt! Danke sehr, genau, den Zwillig-Kristall. Genau das, was ich haben wollte. Black. PC, was ist los? Was ist wirklich los, im Ernst? Das war ein extrem langer Lab. Moment. Keine Ahnung, vielleicht muss er sich erst wieder fangen. Oder er hat genug von der langen, langen Szene. Das kann auch sein. Das kann ich gut verstehen. Die war auch extrem lange. So. Und du reichst mir langsam. Man braucht schon Heilung, wenn man Limits hat. Noch einer? Okay. Dann her mit dir. Juhu! Und noch ein Zwielichtkristall. Yay, so will ich das haben. Auf für Schmiede-Items. Bitte her damit. Warum red ich so hoch? Ich weiß es nicht. Da gab es hier auch eine Kiste. Ah ja, hier. So, zack, aufgemacht und ein Archaikon bekommen. Nicht plus. Ein normales Archaikon. Oh, stimmt, es kommt noch eine Szene. Ja, heute haben wir eine Szene. Sora, Riku! Was ist? Herzlose regnet es. Das Wetter da heute regnerisch. Das könnten ein paar zu viel sein. Zusammen werden wir sie aufhalten. Geht jetzt und überlasst diese Kreaturen uns. Aber wir kommen niemals alleine gegen alle an. Sie knöpfen sich Xemnas vor. Und wer glaubst du ist wohl der einfachere Gegner? Wenn du mich so fragst, ich will hier nur weg. Na dann lauf doch.
das nicht König Leichtmatrose ist? Zeit, den Anker zu lichten, Kapitän Carlo. Das sinkende Schiff verlassen kommt nicht in Frage. Sora, Eure Majestät, wenn ich sie alle ausgemerzt habe, soll als Dank dieses Schloss mein sein. Genau, die Gelegenheit, dass einem der König mal was schuldet, muss man beim Schopfe packen. Auf in den Kampf! Ich habe bis heute nicht verstanden, warum die einen helfen. Beeilen wir uns! Aber... Sie folgen nur dem Ruf ihres Herzens. Wir dürfen sie nicht abhalten. Sogar Malefiz und der Kater Carlo helfen hier, obwohl die nicht unbedingt unsere Freunde sind. Der Altar des Nichts. Und jetzt könnte es ziemlich witzig werden. Das sieht irgendwie cool aus. Oh, mein Kingdom Hearts. In Trümmern. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Krieger des Schlüsselschwerts, rückt aus und bringt mir noch mehr Herzen. Niemals! Bewohner des Lichts, antwortet mir. Warum hasst ihr die Dunkelheit? Nun, wir hassen sie nicht. Sie ist bloß irgendwie unheimlich. Aber die Welt besteht aus Licht und Schatten. Ohne das eine gibt es das andere nicht. Denn Dunkelheit ist die Hälfte eines Ganzen. Da fragt man sich schon, warum wir uns vor der Dunkelheit fürchten. Wir fürchten uns vor dem, was in ihr lauert. Dann erlaubt mir noch eine Frage. Ihr akzeptiert die Dunkelheit, lebt aber im Licht. Warum verabscheut ihr uns, die wir an der Grenze des Nichts taumeln? Uns, die von Licht und Schatten abgewiesen wurden, ohne die Wahl gehabt zu haben? Ganz einfach. Weil ihr Chaos in unsere Welten bringt. Mag ja sein. Aber sagt, gab es denn je für uns einen anderen Weg? Jetzt hör aber auf! Ihr seid niemande, ihr existiert gar nicht. Wozu also Trauer heucheln? Sehr gut. Dir entgeht aber auch nichts. Ich empfinde keine Trauer. Egal, welches Leid der Welt widerfährt. Egal, was ihr denkt, was ihr fühlt oder wie ihr vergeht. Jetzt kommt ein ziemlich krasser Bosskampf.